So, herzlich willkommen hier bei Pitch Constructor. So, The Walking Dead. The Walking Madwurst. Ja, okay, aber ich würde sagen, das dritte Teil. Ich glaube, es gibt noch vier Teile insgesamt von Pitch Constructor. Ja, jetzt hier mit The Walking Dead. Walking Math. Walking Dead. So, ja, auch wieder Brücken bauen. Und da sieht man gleich, dass hier ist jetzt, das Video ist jetzt hier aus eine halbe Stunde oder so, ist es zusammengeschnitten. Halt so, wie man es nicht machen sollte. Und dann, wie man es so ungefähr richtig macht. Also 100% exzellent oder so, habe ich da wahrscheinlich noch nie eine Brücke oder irgendwas da gebaut. Deswegen, jetzt da, hier wird wenigstens noch am Anfang noch gezeigt, wie man genau macht. Aber das funktioniert nicht immer so ganz genau. Na. Ja, erstmal hier Sequenz. So, dann geht es hier gleich los hier. Pundits on cable news said it was all a hoax. A month later, they were dead too. Some refused to accept what was happening, insisted it was. Then the first cities fell. The earth grew quiet. Humanity was now in danger. Those few of us who survived were terrified and lost, scavenging the remains of a world that had all but disappeared overnight. So, ja, ja, geht hier los? Hoffentlich. Ah. So, auf jeden Fall wird jetzt hier noch erstmal ein bisschen rumgelabert. Aber finde ich cool, dass ein bisschen mehr Geschichte ist dabei. Und also jetzt geht hier auch gar nicht um Autos. So, jetzt muss man quasi hier eine Brücke machen, damit die Zombies oben rüber vorbeigehen. Die Beißer, Entschuldigung. So. Ja, und ja, eigentlich wird einfach, man sieht ja da die Punkte, hier lila und die gelben, irgendwo fängt man an. Und da muss man einfach nur so eine Verbindung schaffen. Aber glaubt mir Leute, ich habe dafür bestimmt 10 Minuten gebraucht, was hat nie reagiert. Also richtig reagiert hat nie. So. Ich weiß auch nicht warum. So, also jetzt habe ich hier so ein paar Sachen gemacht. Aber trotzdem, die ersten, da die Hauptdinger, die sind ja alle verbunden. Da wahrscheinlich war ich da 1 Millimeter daneben oder so. Hier sieht man ja vom Gelben jetzt bis zum Lilan ziehen. Und man darf aber nicht weitergehen. Also man muss exakt jetzt hier bis zum Punkt gehen. Aber später sind da keine Hilfen mehr. Da kann man gucken, wie man dann ja, die Scheiße macht, so ungefähr. Naja, so jetzt gleich sieht man aber, dass ich das dann doch so gepackt hatte. Ich weiß nicht, vielleicht muss man mit einem anderen anfangen als erstes. Na, auf jeden Fall, jetzt sieht man hier, der Stadt dann doch irgendwie gepackt hatte. Halt. Ja. Jetzt muss man genau machen, aber später sind da keine Hilfslinien mehr. Da kann man dann gucken, wie man da macht. Oh, sind die ganze Hilfslinien, glaube ich nicht. So, ich habe hier auch mal vier Levels gemacht. Also hier im Video sieht man, wie ich 3 mache. War noch ganz interessant. Ja, und später kann man auch so Brücken bauen und so ein Kram. Und sieht man jetzt, dass man auch die Zombies, sich nicht irgendwas auf die drauf fallen lassen kann und so weiter. Das sieht man jetzt gleich. So, und jetzt, dann geht auch darum, dass mich selber kann man auch später starten. Also als Mensch, nicht als Auto. Ich weiß nicht, ob die Autos gibt, wahrscheinlich später auch. Also jetzt nicht nur Brücken bauen. Jetzt gleich fängt nämlich auch an, dass man andere Sachen noch machen muss. Die ist jetzt noch einfach hier so eine Konstruktion machen, damit die Kugel runterfliegt auf die Zombies. So, das war ja eigentlich noch recht simpel, ne? Ja. Aber da die komischen Stützbalken müssen wir auch bauen. Ja, keine Ahnung, ich habe erstmal wieder Kacke gebaut, wie immer. Aber packen wir noch, müsste eigentlich jetzt sogar Geld packen eigentlich. Naja.
Naja, komm her. Da. Ja, und da kann man hier so Simulation starten quasi. So, jetzt fängt noch an. Da, also sind die drei, ja, die abhauen. Mitbringen halt, meine Helden. Zack, alle Zombies getötet, so cool. Ja, Trophäen, tja. Gibt nicht wie im ersten Teil 42. Gibt's nicht. Der zweite Teil hat nur 10 gehabt ohne Platin. Na, im dritten Teil, ja, sind auf jeden Fall auch weniger als 40. Ich glaube 17 Stück oder so. Oder 12, 13, keine Ahnung. Platin gibt weiß schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, dürfte auch nicht geben. Ja, den war jetzt hier ein bisschen schwieriger. Jetzt sieht man hier, jetzt muss man da eine Brücke bauen. Erstmal musste oben der Typ, also der Held. Der Held hier auf. Der Überlebende, der muss auf jeden Fall nach links. Und ja. Also hinter der Brücke ist links. Da ist hier auch so ein Schalter und unten auch. Da kann man jetzt mittlerweile dann bestimmen, in welche Richtung die als nächstes geht. Also quasi, jetzt wenn man Simulation starten tut, auf R1, da läuft die Figur, läuft einfach jetzt über die Brücke. Ja gut, erstmal muss die Brücke halten. Und dann macht die da hier links, da wo die komischen Pfeile da sind, macht die eine nächste Aktion. Und geht darum einfach, dass man da oben ganz links den Container auf alle drauf fallen lässt. Darum geht er als erstes, aber das habe ich auch eher später gerafft. Gesehen hatte ich es, aber ich wusste nicht genau, wie man das macht. So, man kann uns doch noch einstellen, dass die jetzt quasi die Person da direkt hier über die Brücke läuft und dann die Treppe, die Leiter runter geht, nochmal hoch geht oder so weiter oder irgendeine Richtung. Das hatte ich gemacht, dass die jetzt als nächstes, wenn die über die Brücke angekommen ist, die schon ziemlich ja, faul ist, aber trotzdem gehalten hat, dass die jetzt runter geht und dann nach rechts, wo A steht, ist quasi Ausgang oder Asi. Ausgang, so. Jetzt kann man da einstellen, hier sieht man auch hier, dass man so Pfeile setzt und so weiter, weil das nichts passiert. Aber da der komische Kreis ist, Mechanismus, der ist dafür da quasi, dass man oben die Kiste auf die drauf fallen lässt. Jetzt habe ich trotzdem einmal nochmal falsch gemacht. So, dann müsste jetzt runtergehen die Leiter und dann wollte ich zum Ausgang gehen, ohne die Kiste zu machen. Natürlich gehen in die Hose, jetzt verfolgen mich ein paar. Oder ich bin nur hoch, naja, gut. So, auf jeden Fall jetzt zeige ich, wie man das richtig macht. So, dass man hier die Pfeile setzt und hier brauchen wir eigentlich nur jetzt sind die Zombies ja weg. Jetzt bin ich oben, das war scheiße, die müssen ja alle hier weg sein. So, ist ja klar, dass ich jetzt da gefressen werde, das war doof. So, jetzt dann kommt nochmal ein Versuch, aber dann sieht man, wie man es richtig macht. Oben muss man direkt den Mechanismus betätigen, dass die Kiste runterfällt und dann kann man die anderen eindrücken, dass der direkt runter geht und dann direkt nach rechts geht, in den Ausgang und hat man gepackt. Soweit die Brücke steht, schon mal das Wichtigste. Danach die zwei Dinger, die kann man einstellen, wie man halt will. So, jetzt sieht man jetzt auch dann, wie ich das richtig gemacht hatte, richtig eingestellt hatte. Ist auf jeden Fall noch cool gemacht. Aber trotzdem, irgendwann sind da zu viele Sachen jetzt hier. Da Einstellungen, da dies, das, jenes machen, weiß ich nicht. Mal gucken, ich werde auf jeden Fall noch weiterhin noch probieren. Aber da fand ich die ersten zwei Bridge Constructs, wo auch Autos dabei waren, aber war es nur mit Autos, fand ich dann doch eigentlich coolerer. Naja, hier muss man schon wieder zu viel machen. Das ist ein Level, der 100 Stunden dauert, ey, oder was? Naja, ja gut, so schlimm ist es nicht, aber. So, jetzt hier direkt, wenn er da ist, direkt nicht runter. Was na, direkt hier da genau das machen. Dann kann runter gehen, unten ist schon eingestellt, dass es nach rechts geht. Umgepackt. Ja. Ja, dann sieht man auch hier Gegner eliminiert und so weiter. Darum geht jetzt hier quasi, dass man immer auch Zombies in den Himmel befördert und in die Hölle. Und ja, trotzdem ein schönes Spiel noch. Ja, trotzdem noch recht cool. Wie gesagt, ich probiere noch weiterhin. Mit den Autos, da gehen wir ein bisschen mehr ab. Hier sieht man ja schon, hier sind jetzt hier 8000 Sachen, wo man machen muss. Na, jetzt zeigt man sich nur gerade, zeige ich gerade hier, wie viele Welten es gibt. Das war eigentlich so im Spiel. Wie gesagt, trotzdem Daumen hoch, ob euch noch gefallen hat, like und abonnieren. Das war hier mit euch noch einen schönen Abend und dann sagen wir bis zum nächsten Mal wieder ein Tschüss hier. Das war hier mit. Bis dann.